Hey Leute! Der dritte Teaser zur vierten Staffel ist erschienen und zeigt uns nicht nur die neue Trägerin des Biene Miraculous, sondern gibt uns außerdem einen ersten Blick auf Ladybugs neues Kostüm, welches sehr an ihr ursprüngliches Design in den frühen Anfängen erinnert. Jetzt kann man sich natürlich zu Recht die Frage stellen, was es mit diesem neuen Outfit auf sich hat. Ist es ein Power-Up durch die Zaubertränke, die sie in die Macarons für Dicky packt? Hat es vielleicht etwas mit dem Quatagama zu tun, über dessen mögliche Kräfte wir bisher auch noch nichts wissen? Oder ist es am Ende etwas ganz anderes? Ich habe ein wenig nachgeforscht und tatsächlich gibt es hierzu zumindest den Ansatz einer Antwort. But it's very secret, so you two are like the only ones that know about this. Rika gets akumatized once again. And this one is Kagami akumatized. And this is just a new character. And she actually ends up becoming the new B. And she's very sweet, she's not mean. And then Chloe gets akumatized once again. And then this is a version of Ladybug. It's kind of like a level up version. And yeah, that's what I have so far. In diesem Video wird darüber gesprochen, dass Luca, Kagami und auch Chloe in der vierten Staffel erneut akkumatisiert werden. Schließlich wird noch auf die neue Trägerin des Biene Miraculous hingewiesen, denn Chloe wird es, zumindest vorübergehend, nicht mehr sein. Wir wissen natürlich nicht, ob sie irgendwann vielleicht wieder dieses Miraculous benutzen darf. Die neue Trägerin wurde nun bis auf das Gesicht im dritten Teaser gezeigt und ich werde auch im Anschluss darauf eingehen. Zuvor allerdings bleiben wir noch kurz bei Ladybug. Denn weiterhin wird in diesem Video gesagt, dass wir hier eine neue Version von Ladybug haben, die als eine Art Level-Up, also Levelaufstieg, bezeichnet wird. Was bedeutet das? Wir haben es scheinbar mit einer stärkeren Ladybug zu tun, als wir sie bisher kannten. Durch was aber wurde es hervorgerufen? Drei Möglichkeiten sind hier wohl am wahrscheinlichsten. Sie benutzt einen der Zaubertränke, es liegt am Quatagama, welches Marinette von Dicky erhielt, oder aber Suhan, der neue Hüter, mal angenommen es handelt sich wirklich um einen Hüter, der es sich zur Aufgabe macht, Marinettes neue Mentor zu werden, hat ihr zu dieser neuen Form verholfen. Zunächst die Tränke. Der grüne Trank verleiht Wasserkräfte, der blaue Eiskräfte, der lilafarbene Weltallkräfte, was wir zwar nicht in der Serie, dafür aber im New York Special sahen, und übrig bleiben gelb, rot, orange und rosa. Tatsächlich hatte ich dazu auch schon in einem anderen Video Vermutungen aufgestellt, welche Kräfte hinter den verbliebenen Tränken stecken könnten. Könnte nun einer dieser Tränke für das Level abgesorgt haben? Es ist zumindest nicht auszuschließen, aber schauen wir uns noch das Quatagama an, welches Dicky Marinette zu ihrem Geburtstag geschenkt hat. Ähnlich wie bei den restlichen Tränken allerdings, kann man auch hier nur Vermutungen aufstellen, was dieses Juwel genau bewirkt. Einzig der Umstand, dass es ein Symbol der Freundschaft und der Verbundenheit zwischen Träger und Kwami ist und es sich im Körper des entsprechenden Kwamis zusammen mit den Haaren der vorherigen Träger bildet, so sonderbar es sich auch anhören mag, es verspricht dennoch Potenzial. Aus eben diesem Grund könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in der vierten Staffel mehr dazu erfahren werden und es in Gebrauch kommt. Möglicherweise wird es ja sogar durch die Hilfe von Suhan, je nachdem wie er zu all dem später stehen wird, aktiviert. In diesem Fall wiederum wäre es möglich, dass es bei Ladybugs neuem Design bleibt und sie fortan immer dieses Kostüm trägt. Und ehrlich gesagt gefällt sie mir mit diesem neuen Aussehen, das ja nun wirklich stark an ihre ursprüngliche Fassung erinnert, um einiges besser als ihr altes Kostüm. Selbst die Haare hat man hierfür länger werden lassen, ebenfalls wie in ihrem ursprünglichen Konzept. Noch ein kleines Detail, das nicht unerwähnt bleiben sollte, ist das Mofa neben ihr. Handelt es sich dabei um einen Glücksbringer? Wenn man sich ihre ganzen Glücksbringer nochmal ansieht, so wäre das zumindest die einfachste Erklärung, was aber natürlich nicht zwangsläufig heißen muss, dass sie korrekt ist. Doch sollte es zu ihrer allgemeinen neuen Version gehören, so stellt sich die Frage, wozu sie ein Fahrzeug braucht, wenn sie auch zu Fuß sehr schnell und vermutlich sogar noch schneller als auf der Straße unterwegs ist. Persönlich würde ich deswegen zum Glücksbringer tendieren, doch schreibt mir gerne mal, was ihr da an Theorien habt. Kommen wir nun zur neuen Trägerin des Biene Miraculous.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um einen gänzlich neuen Charakter handelt, den wir bisher noch nicht kannten, ist ausgesprochen hoch. Denn auch sie wird im Video erwähnt und als nett und liebenswürdig beschrieben. Vor allem aber als New Character, also als neuer Charakter. Leider zeigte man uns nicht ihr Gesicht und dennoch sind ein paar interessante Dinge an ihrem Kostüm, aber auch an ihrer normalen Kleidung zu bemerken. Die geleakten Konzeptbilder von ihr, die ja nun inzwischen etwas älter sind, waren leider so winzig klein, dass sie in keiner guten Qualität vorliegen. Aber dennoch bekommt man eine Idee von ihrem Aussehen. Sie scheint langes blondes Haar zu haben, ein weißes Hemd sowie eine schwarze Jacke und eine gelbe Hose, wenn sie unverwandelt ist. Die Schuhe erkennt man hier nun nicht wirklich gut, dafür aber im Teaser. Was mir dabei auffiel, war, dass sie vom Stil her ein wenig an die von Luca erinnern. Ob das nun etwas zu bedeuten hat, sei mal dahingestellt, aber ich fand es dennoch interessant. Weiterhin sieht natürlich ihre gesamte Verwandlung anders aus als die von Chloe, mit mehr Ranken und einem gänzlich anderen Streifenmuster. Zudem sieht es hier ein wenig so aus, als hätte sie eine gefärbte Haarsträhne. Und obwohl ich das Design für diese neue Heldin wirklich klasse finde, gibt es von mir einen kleinen Punktabzug für den Umstand, dass man ihren Sprung über die Dächer fast 1:1 von Rena Rouge übernommen hat, statt ihr neue Animationen zu geben. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass man auf diese Weise Ressourcen sparen kann. Aber alles in allem bin ich sehr gespannt, um wen es sich hierbei nun handeln wird und auch auf Ladybugs neues Kostüm. Was sagt ihr zu den neuen Einblicken in die vierte Staffel? Seid ihr auch schon so gespannt? Was mich betrifft, kann ich es kaum noch erwarten, bis es endlich losgeht. Die Pause seit der dritten Staffel war lang, doch von dem, was wir bisher sehen konnten, würde ich sagen, die lange Wartezeit hat sich gelohnt. Wer weiß, was uns noch in der nächsten Zeit erwarten wird. Und auch hier wieder einen riesengroßen Dank an alle, die diesen Channel unterstützen. Durch Likes, durch Kommentare und durch ein Abo. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sind eine gewaltige Hilfe dabei, diesen Channel aufrechtzuerhalten. Voran meine Sternmitglieder Gamerlife, Gilly, One Big Nightmare und TaxiTaxiMG. Ebenso meine legendären Mitglieder Nanami Katze, LSR, Leonghang Live, French, Okumura, Panther01DA, Warme Eistee, Katharina Jakob, Raphael Zimmermann und Lukas. Gleichsam ein Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.